Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Tales of Berseria. Im letzten Part haben wir mal wieder ein bisschen viel Story gemacht im Vergleich zu den vorigen Parts. Und ja, es war auf jeden Fall sehr aufschlussreich, was wir so erfahren haben über Zavid, über Aelfrid. So ein bisschen in dieser Richtung. Oh, und ich bin an der einen Sprechblase vorbeigelaufen, fällt mir gerade auf. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Oh, ein Hündchen. どうしたの？犬が本をくわえてきちゃったんだよ。ほらこれ。ずいぶん古い本ね。見たことのない文字で書いてある。アバロスト語じゃないよ。年表みたいなのがあるから、歴史の本かな。2000年ほど前に使われていたメリオダス文字のようじゃの。アバロスト語よりは新しいが、今は使われておらん文字じゃ。書き込みがいっぱいしてある。これは誰かの研究書だよ。研究なら、リーブの本かも。リーブ？宿屋の子供だよ。歴史を研究してる変わった子なの。リーブにこの本を届けてくれない？僕たちはあの子に近づいちゃダメって言われてるから。うん、いいけど。 Okay, machen wir doch. Vorher speichern. Ach, müssen wir eh machen anscheinend, weil wir hier nicht raus dürfen. Okay. Speichern wir hier. Zack. Werden auch immer mehr Speicherstände irgendwie. Hom. Hom. Boku no kenkyūshō ga. Kimi ga Reeb? Kore wa kimi no. Boku no hon. Arigato. Daiji na hon nan da. Boku wa Lifesetta. Chotto misete moratta kedo, sugoi ne. 君はメリオダス文字が読めるんだ。メリオダス文字と見抜くなんて、君こそただものではないね。それほどでもないけど。僕は大人になったら世界の遺跡を巡る冒険家になりたいんだ。そのための準備にこの本で暗黒時代より昔の歴史を研究してるんだ。暗黒時代、クローズドダークって呼ばれる謎の時代だよね。そう、記録がほとんどない歴史の空白なんだ。でもその前後の時代を研究して比較すれば何があったのかわかると思うんだ。すごい！面白そう！だろう？古い本のことでよく盛り上がりますよね。うちの弟も同じだったわ。ラフィーもよく兄さんと。匿名の通報があった。不審者を見なかったか？まずい、警備が来るぞ。こっち、僕の家に隠れて。Was ist das Gasthaus? リーブ、不審な者たちを見なかったか？見てないよ。僕、本に夢中だったから。そうか。母と二人暮らしで心細いだろうが、しっかりな。お前の父上は、皆のために戦う一刀隊馬士だ。弱音は吐いては、父上に笑われるぞ。はい。助かったよ、リーブ。あんたの父親は、隊馬士なの？うん。だから、ライフィセットたちの事情は詳しくは聞かないよ。友達だからね。友達？友達の証に、とっておきの秘密を教えるよ。この本には、伝説の万能薬、オメガエリクシールの作り方が書かれているんだ。オメガエリクシールを作るには、5つの素材が必要らしい。訳せたのはまだ1つだけだけど、それを教えてあげる。ありがとう。でも僕、何もお返しできない。お返しなんていらないよ。でもよかったらまた話をしに来て。絶対に来るよ、友達だからね。Ich krieg mir irgendwann das komplette Rezept. オメガエリクシール、
全ての病を治すと言われる古代の秘薬ですね。でも暗黒時代に実物も製法も失われたと聞いていますが。メリオダス文字は暗黒時代以前に使われていたもの。辻褄は合うの？子供の解読よ、当てにならないわ。いや、あの本の書き込みは大人顔負けだ。全くのデタラメとは思えん。子供の集中力と学習能力は侮れないぞ。好きなことならなおさらな。僕もリーブは本物の研究者だと思う。あの子も夢中になって本を読んでたっけ。オメガエリクシールはあなたにとっても役立つものなのでは。ライフセット、あんたは素材を探してみたいのね。うん。私は興味ないけど、あんたが勝手に探すなら止めないわ。うん。Okay. Mal nachgucken, was das erste Rezept ist. Anweisung aus der Sammlung eines Minerals namens Longdaus-Staub. Okay. Eins wurde erst in Festern-Tunnel gefördert. Interessant. Interessant. Okay. Und ja, es ist lustigerweise das Gasthaus, als würden sie da drin nicht suchen. Longdaus-Staub ist ein unglaublich seltenes Mineral. Man findet es Spuren davon im Western-Tunnel von Iselgand. Ich habe alles, was ich darüber weiß, in dem Rezept aufgeschrieben. Also seht es euch an. Okay, sagt, vielleicht müssen wir das jetzt finden. Ja. Wäre irgendwie cool, wenn wir es finden müssten, könnten. Wenn wir das haben, wieder zurückkommen und dann was Neues finden. Und hier sind ziemlich viele Exorzisten. Ja, anzunehmen oder das wegschmeißen. Ich meine, dafür, dass wir uns suchen, lassen uns hier alle ganz locker flockig passieren. Aber gut, das soll nicht mein Problem sein. Es gibt Schlimmeres. Oh, ein Pirate hier. Das war das letzte Mal, als ich in der Ostküste war. Aber ich wollte nicht mehr in der Ostküste sein. Ich wollte nicht mehr in der Ostküste sein. Aber ich wollte nicht mehr in der Ostküste sein. Ich wollte nicht mehr in der Ostküste sein.クラゲの化け物みてえなのは甲板に上がってくるし、ふと見りゃナメクジが海泳いでやがんだ。ナメクジは塩水に弱いでしょ。俺もそう思ったんだけどさ、ウミウシでもナマコでもねえし、いやーおっかなくてよ。まあ近寄らないに越したことはねえが、もしあの島に行くならドロドロには気をつけな。第四種管理地区って言ってたけど、どういう場所なのかな。星稜が決めた対ゴーマ戦略上の区分で、どの程度ゴーマを制圧できたかの目安なんです。第1種から第3種までは大麻市が適宜配備され、安全が保障されている地区です。つまり第4種は安全の保障ができてない。本来なら王国全土の安全を保障すべきですが、手が回らないのが実情です。辺境や離島などは大麻市を配備せず、立ち入り制限を行うことで被害を防いでいるんです。船の連中は島の近くまで行けたと言っていたが、立ち入り制限ってどうなってるんだ。危ないから行くなとお触れを出しておしまいじゃよ。離れ小島を囲えるわけでもないしの。禁じた場所へ行くのは勝手じゃが、助けには行かん。泣くのが嫌なら近寄るなというわけじゃ。そもそもゴーマを制圧できていれば渡航を禁止する必要なんてない。本音では星稜も近づきたくないんだろう。星稜もお手上げの危険地帯ってことか。放置しておきながら管理とはこれいかに。第四種管理地区ってたくさんあるの？私が星稜査察官として聞いたことがあるのは全部で10カ所です。その10カ所の正確な位置も現在の様子もわかりませんが。星稜が撤退したんだ。おそらくよりヤバい場所になっているだろうな。そこへ行くならしっかり準備しないとだね。Du kannst nun zu einer Verwaltungszone der Klasse 4 gehen. Okay. Sage ich ja nicht nein, warum auch? Na gut, dann können wir noch nehmen, zack. 聞いてくれよ。またゴーマだってよ。凶暴なゴーマの群れがワークジュリンに出たんだ。ただでさえあのジュリンには危ないゴーマがいたのに、
今度は別の群れが出て、しかも逃げたんだってさ。だからあちこちに大麻師が増えてるだろ。その群れにいるのはどんなゴーマなの？それは俺たちも知りたいんだが、清涼の連中は何にも教えてくれないんだ。船の積み荷を見せろだの、しばらく漁には出るなだの、ゴーマが出るたんびに仕事が止まって大弱りさ。本当に迷惑なゴーマどもだよ。俺が大麻師ならぶっ飛ばしてやるのにな。結局いつも苦しい思いをするのは大麻師でもゴーマでもない俺たち庶民なんだよ。ま、あんたらも気をつけなよ。そうするわ。殴られないようにね。Ja, wir sind nicht die Dämonen, keine Panik. So, wie sieht's denn aus? 副長! 無事だったんですね! 心配かけたな。船長の件は? やはり偽物だった。だが、アイフリードはまだ生きている。当たり前ですよ! 残された時間は多くはないがな。どういうことだよ。焦るな。事情は後で話す。アイゼンも。あ、焦らないでね。全員されとも頼んだな。もちろん。くたばったやつはいねえだろうな。みんな生きてますよ。副長の呪いに比べたら海賊病なんてちょろいもんさ。よし、出航準備に取り掛かれ。とっくに終わってますね。いつでも出られるっての海賊の流儀か。悪くはないの。Ja, Eleanor hat halt kein wirkliches Credo. So, wo können wir jetzt eigentlich hin? Hat nix, Hafen. Was ist da denn? Ich würde gerne auf die World Map zugreifen. Geht das irgendwie? Weltkarte, ah ja. Aha, das ist Story. Westerntunnel, das ist sogar angezeigt. Wisst ihr was? Dann reisen wir. Das ist Kalinax. Ja, fahren wir erstmal dorthin. Mich würde mich interessieren, ob wir da dann die nächsten Zeile suchen sollen oder dürfen. Steht ihr? Ich weiß, es ist jetzt wieder ein bisschen doof dann, weil es jetzt wieder weniger Story ist. Machst du neue Viecher? Ja, der rasende Wolf war neu, aber ist sonst nichts in der Nähe? Okay. Kann ich, na gut, hätte ich jetzt sozusagen so oder so hin teleportieren können. Aber das bringt uns ja nichts. Aber wie gesagt, sowas interessiert mich. Sowas finde ich auch immer interessant. So, jetzt cool, das Elixier oder auch legendäre Waffen oder so. Das Einzige, wo ich Angst habe, dass vielleicht manche da noch nicht hinkommen, wo wir hin müssen. Aber zum Beispiel hier, wie jetzt hier gleiten sozusagen müssten. So, wo könnten das sein? Frage. Nächste Frage. Aber hier haben wir auf jeden Fall eine Quest. Ah, okay. Auch gut. Dann gehen wir mal Richtung Tunneltiefen. Ist ja schon fast zu einfach. Aber gut. Noch sind wir ja nicht da. Hier waren, glaube ich, dann die Barrieren vorher. Kann das sein? Aber bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall gibt es hier Seelen. Das ist gut, weil wir brauchen noch 140 für den Turm. Tunneltiefen. Ja, leider konnten wir die Abkürzung nicht nehmen. Genau. Irgendeinen Tod muss man ja sterben. Zack, zack, zack. Ach cool, wenn man nach links drückt, kommt man in das Menü.
Neue Items, das wusste ich gar nicht. Das finde ich cool. Okay, nice. Also links auf dem digitalen Kreuz. Wow, der hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. Ja. Ein bisschen muss es nicht immer sein. Weiß nicht, ob euch sowas interessiert, wenn wir die kleinen, so kleine Nebenmissionen haben, ob wir die machen sollen oder am besten gar nicht. Also, oder ob ich dann da was schneiden oder verschnellern soll oder was auch immer. Ich bin ja da relativ flexibel. Jetzt mache ich es mal auf jeden Fall zu 100%, weil da mache ich ja im Prinzip ja nichts falsch. Weil, wenn es nicht interessiert, da kann er die Zeit einfach überspringen. So einfach ist das. Aber wenn halt, wenn ihr wollt, dass ich das nicht machen soll, ups. Okay, Tunnel. Das sind die Tunneltiefen, oder? So. Achso, das war wirklich dann beim Schmied. Stimmt, dass der sowas Seltenes hat, das klingt eigentlich logisch. So, hatte. Aber theoretisch hat man es ja gleich mitnehmen können. Naja. Wichtige Frage ist eigentlich, wird es bewacht oder wird es nicht bewacht? Welchen Gang müssen wir denn nehmen? Den unteren, auf den wir gerade zulaufen. Bisschen doof, dass man sich nicht einfach hin teleportieren kann, aber hey. Irgendetwas ist halt immer. Truhe wieder aufgefüllt, tatsächlich. Gut. Cool. Oh. Seht ihr, wir haben schon wieder Plus gemacht. Zack. Sind ja auch gleich da. Na gut, es wäre vielleicht ein bisschen interessanter, wenn ich irgendwas erzählen würde, aber mir fällt gerade nichts mehr ein. Was ich aber auf meine Müdigkeit abschiebe, ja? Also, bitte seid fair. So, dann speichern wir aber auf jeden Fall nochmal, bevor uns da was sehr Starkes erwartet. Darauf hätte ich definitiv keine Lust. So. Und... Hier brennt es nur, okay. Truhe ist wieder aufgefüllt, nice. Dornschuhe. Das ist es, okay. Rundau no Kyojin. Liebe ga ucheete kureta Omega Elixir no sozai da. Honto ni mitsukaru nante. Liebe ni ucheete agenakya. Nokori no sozai mo kaidoku dekita kamoshirenai shi. So ne. Ja, genau, das habe ich mir schon gedacht, dass das dann... Prinzip immer hin und her gelaufen ist. Frage, die ich mir jetzt halt stelle, ob wir das brauchen oder nicht. Also das Elixier später. Und wisst ihr was, wenn wir gerade hier sind, könnten wir mal im Job nochmal gucken, ob er was für uns hat, was Neues. Ja und nein. Was schade ist. Ich hätte mich über neue Sachen gerne gefreut, aber hey. So. Na, dann da hoch. Wir müssen eigentlich mal Minispiele die Punkte erfahren, dass wir uns sehr viele Flaschen kaufen können. Aber hey. So, wir gehen jetzt erstmal in den Docks. Weil das war ja auch... Das ist jetzt zum Glück nicht weit, der Weg. Aber wir gehen auf diesen Part auf jeden Fall. Obwohl, kommt drauf an, wo er uns jetzt hinschickt. Kann sein, dass wir dann noch einen Abschweif machen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt schon alle 5 Zutaten, das heißt, wenn er sie übersetzen sollte, finden können. Davon gehe ich definitiv nicht aus. Aber mal gucken. So. Ah, それってオメガエリクシールの素材。
ロンダウの巨人本当に探してくれたんだ。うん、リーブの研究が正しい証拠だよ。ありがとう。ちょうど2つ目の素材も解読できたんだ。これを持って行って。どうしたのリーブ、顔が赤いよ。あんた熱があるじゃない。いいんだ、これくらいの熱はいつものことだから。なおさら良くないでしょう。今すぐ家に戻って暖かくして寝なさい。けどオメガエリクシールの解毒が。聞こえなかった？あ、はい。怖いな、この人ってライフセットのお姉さん。ベルベットのことは話すと長くなるんだ。そっか、ライフセットもいろいろ複雑なんだな。リーブ、体が弱いのかな。そうらしいの。わしと同じでか弱そうな子じゃし。多分生まれた時からね。だからあの子の両親はリーブ、生きるって名をつけたんだと思う。そうなんだ。ライフセットも同じ、生きるものって意味なのよ。生きるもの。冒険家になる夢があるのにかわいそうですね。けどオメガエリクシールを飲めばきっと元気になるよ。アイゼン、いつかリーブが旅をするとき、バンエルティア号に乗せてくれる？お前の友達だ、格安で運んでやろう。お金取るの？俺は海賊だぞ、それでも大サービスだ。そうだったね。生きるものか、ライフセットって名前にはそんな意味があったんだな。ふん、意味なんてなかった。一生懸命願いを込めたのにあの子は死んだ。希望なんて持つだけ無駄だったのよ。本当に無駄だったと思うか？思うしかないでしょ、現実を見れば。Ja gut. So, dann als erstes die Expedition. 成果を確認してくれ。Normin Möhre und Steinsalz. Frisch gepresste Normin-Rühre. Normin sind kein Essen, wer sie auspresst, erhält keinen Gemüsesaft. Okay. Oder was klein? Ach, egal. Und wieder natürlich dorthin. So. Oh, es ist ja wirklich nicht mehr da, momentan. Okay. So, was sagt denn das Rezept? Erläuterung, wie sich das Horn eines Einhorns sammeln lässt. Die Kreatur wurde wohl in der Figal-Eisspitze gesichtet. Und ich glaube, da waren wir noch nicht. Doch, da waren wir schon. Da wäre es Hauptstadt im Norden. Okay, aber ich weiß nicht, ob das schon hinkommt wieder. Ich gehe mal jetzt nicht davon aus. Das machen wir dann später. Aber ich finde es cool, auf jeden Fall. Sowas macht mir Spaß. Ich kann zwar nicht sagen, warum das spaßig ist, falls eigentlich nichts Besonderes ist, aber hey. Ich will jetzt auch nicht die ganzen Sachen verschwenden. Vielleicht mache ich mir dann mal einen Plan, wie wir es dann am besten machen. Könnt ihr zum Beispiel schon mal gucken, wo es die nächsten Sachen gibt. Dann kann ich vielleicht eine Route machen. Aber naja, gut. Jetzt gehen wir erstmal. Gucken wir uns das an oder machen wir das? Wir gucken uns mal die Insel an. Die interessiert mich jetzt. Okay. Ist das dann hier sowas wie eine Arena? Das sieht auf jeden Fall mal. Ach, nee. Oh, okay. Nice. Dann haben wir die schon mal weg. Ist halt die andere leider immer noch nicht da, aber ich habe auch gehört, man braucht später die Cutscenen für viele andere Sachen. Also, ja, das wird was. Ich finde aber krass, wie gut zurückwärts einparken können mit dem Schiff. Okay,
das sieht gefährlich aus. Dann gucken wir uns das mal an. Togi-yō-no-butai. Gōma-no-sugata wa miyatarai wa ne. Togi-jō-no-mannaka, nanika waki-deteru yo. Ano-naka kara ikutsu mono sakki wo kanjiru. Koko de yaburete shinda renchū no onnen ga bakemono domo wo yobi-yoseteru nja. Urameshiya tono? そう言われると、急に不気味な場所に思えてきますね。怨念の仲間入りしないように、気合い入れていこうぜ。Gucken wir uns das doch mal an. Wir speichern nochmal. Und es geht aber weg, falls wir sterben. Hier kannst du die Horden spezifischer Dämonenarten bekämpfen. Wähle Dämonenbeschwören aus, um Dämonen zur Arena zu rufen, um den Kampf zu beginnen. Nachdem eine bestimmte Anzahl von Dämonen besiegt wurde, erscheinen weitere. Der Kampf ist vorbei, sobald alle Dämonen besiegt wurden. Falls du im Kampf besiegt wirst, wirst dein Status auf Status vor dem Kampf zurückgesetzt. Ah, bereite dich also gut vor. Okay, wenn du eine Herausforderung zum ersten Mal meisterst, erhältst du eine Belohnung. Also gib dein Bestes. Dämonenbeschwören. So halt. Ach, das wollte ich. Falsch. Wir sind jetzt auf jeden Fall noch sehr leichte Gegner. Luffy ist das egal. Ah, warte mal, wir könnten jetzt mal... Ja, das war die Himmelsklaue. Wir haben es einmal bis jetzt hingekriegt. Himmelsklau. Oh Gott, wir haben fast kein Leben mehr. Ah ja, okay. Kriegt man auf jeden Fall hin. Ich glaube, die Himmelsklaue, die kostet nichts. Ah, doch. Ich habe nur ein Leben. Ist nicht gut. Ich habe dann so viel Schaden gemacht. Da liegt hier irgendwas rum, was ich einsammeln kann? Nee. Das war so das auch dringend. Okay, gut zu wissen. Aber nur in der Kette macht man schon viel Schaden. Langsam kannst du ja auch recht mal reichen hier. Und mal gucken, wie gut die Belohnung ist. Auf jeden Fall gibt es keine Erfahrungspunkte. Es gibt ein paar Items. Gut Rang. Also, klar sind ja auch viele Gegner. So, ein ziemlich verschlissener Beutel, Widerstandsschuhe, Herrenschuhe, die darauf spezialisiert sind, Resistenz gegen alles zu gewähren. Okay. Und alle Dämonen wurden besiegt.
erhalten Ventit des Virtuosen. Gestattet es durch den Drücken von Angriff während der Abwehr verschiedene Arts auszuführen. Cool. いや、はり噂通りの危険区域だな。いやはや、清涼が放置している理由もわかるわい。油断は禁物だが、ゴーマとの戦い方や技を磨くには絶好の狩り場だな。同じような種類の敵が集まっているようでしたし、戦術的な面の訓練もできますね。うん。またここみたいな島に行くときは、 Okay. Vielleicht mache ich dann die Tage erstmal das Ding hier fertig. Also soweit ich komme. Und schneide das dann sozusagen zusammen. Dass ihr zumindest sieht, was ich dadurch bekommen habe. Ja, ich glaube, sowas machen wir dann. Irgendwie sowas in der Art. Mal gucken, was mir noch einfällt dazu. Weil ich werde jetzt den Part auf jeden Fall beenden und auch keinen weiteren mehr aufnehmen, denn ich bin leider, was heißt leider? Ich bin etwas müde und werde wohl schlafen. Das ist nicht schlimm, das ist sogar schön. Weil Schlaf ist toll. Ja, jetzt rede ich gerade über einen heißen Brei rum. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, dass wir die Story nicht direkt weitergemacht haben. Wir werden jetzt aber dann die Tage, also hier unten hinfahren als nächstes. Wie gesagt, ich werde jetzt hier noch ein, zweimal, also nicht da, sondern da, wo wir gerade sind. So. Bisschen doof. Und jetzt da. Ruin von Faldes. Hellaves. Wrestler oder Hellaves? Wir gucken mal nur schnell, ob wir da noch hinfahren könnten. Weil vielleicht schneide ich dann das nächste Mal einfach zusammen, wenn ich hier die zwei, drei Runden noch gemacht habe, die wir jeweils schaffen. Und dann da hinfahren. Aber wir können da nicht hoch. Okay. Und auch nicht hin teleportieren. War alles abzusehen. Gut, dadurch wissen wir, jetzt haben wir einen Plan. Ich mache hier die ganzen Runden, die ich schon schaffen kann. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht, würde ich sagen. Ja, so ist doch, das ist doch ein Plan. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und bis dorthin. Tschüdelü.